Es folgen wieder ein paar Blues-Riffs in E, zwei um genau zu sein. Wir sehen sie uns gleich an. Den ersten der beiden spielt man folgendermaßen. Also der klingt halt so. Spielt man folgendermaßen. Wir rutschen auf der dritten Seite in den vierten Bund. Mit dem Mittelfinger. Dann gehen wir mit dem Zeigefinger in den dritten Bund zweite Seite. Dann rutschen wir mit dem Mittelfinger in den zweiten Bund nach vorne, zupfen diese Seite zweimal und beenden sie dabei. Okay? Zupfen diese Seite leer. Und dann die vierte im zweiten Bund. Dann haben wir den beginnenden Part schon mal geschafft. Kommt nur noch der Part hier. Der ist auch ganz leicht. Wir zupfen die hier. Die fünfte Seite. Hammer on. Hier kommt er zum Einsatz. Im ersten Bund. Und sliden in den zweiten. Die vierte Seite leer. Nochmal die fünfte. Dann klingt das so. Okay. Dann greifen wir die sechste Seite im dritten Bund, ziehen sie runter und lassen los. Und jetzt zusammen. In E. Gut. Okay, Blues Riff Nummer 2 hört sich so an. Okay, ziemlich geil. Okay, aber da geht ein bisschen mehr rein in den Funk, okay? Aber Funky Blues ist ja sehr nah beieinander und lässt sich extrem gut kombinieren, wie wir spätestens seit Buddy Guy wissen. Und seit Robert Cray. Okay, den spielt man folgendermaßen. Es beginnt mit einem leeren E, mit einer leeren E-Seite. Dann die D-Seite im zweiten Bund. Eine leere fünfte Seite und dann kommt ein Hammer-On auf die fünfte Seite im zweiten Bund. Okay. Dann dieselbe Seite nochmal im fünften Bund. Dann die tiefe E-Seite im dritten Bund runterziehen und loslassen. Das ist der beginnende Teil. Der zweite Teil beginnt genauso. Das bleibt gleich. Aber dann, wenn wir hier im fünften Bund sind,
gehen wir nochmal kurz in den vierten, nochmal in den fünften und in den siebten. Dann klingt das so. Bluesriff Nummer 2.